Ich bin Jana. Und ich bin Melanie. Und unser Projekt heißt Schnellfinderschnuller. Und das ist er. Viele Eltern kennen das Problem, also wenn sie ein Kind haben und das Kind hat einen Schnuller und es verliert ihn ständig. Er fällt vielleicht unter Kästen oder er verschwindet einfach im Chaos und man findet ihn nie wieder. Deswegen haben wir den Schnellfindeschnuller gebaut, denn er fängt sofort an zu blinken und spielt Töne ab, sobald er auf den Boden berührt. So können die Eltern ihn viel schneller finden. Genau, und hier ist quasi die Idee, dass man hier hinten ihn eben aufmachen kann. Und hier ist der ganze Technikteil drin und den zeigen wir euch jetzt gleich nochmal genauer. Okay. Also das ist die ganze Technik. Da oben auf dem, hier sieht man ein Arduino Nano ganz oben. Das ist, den haben wir programmiert und zwar mit M-Block. Und hier sieht man den Schocksensor. Der ist eben, wenn der auf den Boden auffällt, dann schaltet der die LEDs und den Lautsprecher an. Und wenn man eben dann den Schnuller wieder gefunden hat, dann kann man eben dort oben auf einen Knopf drücken und dann schaltet er sich wieder aus. Und das zeigen wir euch jetzt. Genau. Genau, also das Blinken sieht man nicht so gut, aber nur so halbert. Genau, und der Lautsprecher, das hört man jetzt gleich. So, und jetzt kann man einfach über den Knopf das wieder ausschalten. Genau, und das Ganze läuft auch über eine Batterie, dass wir das eben Schnuller machen konnten. Das war unser Projekt. Und danke nochmal an unseren Mentor Peter.